33% aller Möbelhäuser werden bis zum Jahr 2020 pleite gegangen sein. Das ist die Prognose eines Instituts, das sich mit der Forschung beschäftigt. Die wirklich interessante Frage ist ja auch nicht, ob es 30 oder 33% sind, sondern was die 70%, die übrig bleiben, tun müssen, um auch in 10 Jahren noch erfolgreich Möbel zu verkaufen. Um die Frage zu beantworten, möchte ich Ihnen eine Geschichte aus einer anderen Industrie erzählen, aus der wir viel lernen können. Es ist die Geschichte der Eisproduktion. Vor über 100 Jahren wurde Eis geerntet, und zwar von den Seen, von den Alpenseen. Im Winter wurde mit Riesensägen wurden Eisblöcke ausgesägt, mit professionellen Schlitten, großen Schlitten wurden die in Lagerhäuser verbracht und von da aus verteilt in die ganze Welt. Und so gab es auch im Sommer noch Eis, wenn man es bezahlen konnte. Es wurden auch mal knapp 100 Tonnen Eis nach Indien verschifft. Die Hälfte ungefähr kam an und die Margen waren so gut. Das heißt, es war den Leuten dermaßen viel wert, dass es noch ein gutes Geschäft war. Und es war eine blühende Industrie. Alle haben Geld verdient. Die Lagerung, die Distribution, die Leute, die die Seen bewirtschaftet haben und das Eis ausgesägt haben. Nennen wir diese Stufe mal Eis 1.0. Viel Handarbeit, aber auch da, es wurde sicherlich optimiert. Die Schlitten wurden optimiert, die Sägen wurden optimiert, die Lagerhaltung wurde optimiert. Die trafen sich in Erfas, die Eisproduzenten. Das ist Eis 1.0. Dann gab es eine kleine technische Veränderung und mit einem Mal gab es Eis das ganze Jahr und es wurde in riesigen Fabriken industriell hergestellt. Und es gab dazu eine Logistik, Eistrucks, die Eisblöcke dann ausfuhren, durch die Straßen fuhren und in die einzigen Haushalte brachten. Meine Mutter erinnert sich noch dran, dass der Eismann kam, das war nicht der Italiener mit dem Speiseeis, sondern die schleppten riesen Eisblöcke auf der Schulter rein in speziell dafür vorgesehene Vorratskammern. Eis 2.0, eine große Fabrik, die zentral Eis produziert und mit einer sehr, sehr guten eigenen Infrastruktur durch die zum Endkunden bringt. Und wieder gab es eine kleine technische Veränderung. Mit einem Mal war eine Eisfabrik so klein, dass sie in jeden Haushalt passte. Nennt sich Kühlschrank. Und mit einem Mal gab es Eis in jedem amerikanischen und auch in jedem deutschen Haushalt. Und nennen wir das mal Eis 3.0. In jedem Haushalt ganz genau so viel Eis oder gekühlte Getränke, wie der Haushalt es haben will. Was können wir daraus lernen für den Möbelhandel? Die erste wertvolle Botschaft dieser Geschichte ist, keiner der Spieler aus der Eis 1.0-Ära, das heißt der Eisernter, hat es in die Eis 2.0-Ära, in die Zeit der Eisfabriken geschafft. Die sind alle pleite gegangen. Auch keine einzige Eisfabrik hat es nachher in die Produktion von Kühlschränken geschafft. Was ist die Moral von der Geschichte, die ich ursprünglich von Guy Kawasaki, einem der frühen Mitarbeiter von Apple, gehört habe? Die Moral von der Geschichte ist, sich mal zu fragen, warum haben die es denn nicht geschafft? Warum sind die pleite gegangen? Und der Grund liegt meiner Meinung nach darin, dass die sich nicht überlegt haben, was der Kunde eigentlich kauft, sondern die haben nur überlegt, was sie bieten, was sie produzieren, was sie verkaufen, nämlich Eis. Der Kunde hat sich aber später herausgestellt, der wollte gar kein Eis. Der wollte haltbare Lebensmittel und gekühlte Getränke. Und mittlerweile gibt es in einem deutschen Haushalt ja kaum noch Eis, sondern es gibt einen Kühlschrank, der dem Kunden ganz genau das liefert, was er haben will, nämlich frische Lebensmittel und gekühlte Getränke. Was bedeutet das für den Möbelhandel? Wir müssen dem Kunden das verkaufen, was er haben will. Und ich glaube, wenn die einzige Antwort ist, ja, wir verkaufen halt Möbel, das sind die Möbelhäuser, die nicht überleben werden. Der Kunde kauft was anderes. Und das Gute ist, wenn man sich die Frage stellt und auch dem Kunden die Frage stellt, was ist dir eigentlich wichtig, dann kann jedes Möbelhaus für sich ein unterschiedliches Profil entwickeln. Und darauf kommt es an. Jedes Möbelhaus muss für seine Kunden die Frage beantworten, was kaufen denn die Kunden bei uns? Und Möbel sind es nicht. Wenn es nur Möbel sind, verlieren sie gegen das Internet, verlieren sie gegen die großen Ketten. Also denken Sie daran, Eis 1.0, Eis 2.0. Wenn wir uns den Möbelhandel angucken, sind wir in der Möbel 2.0-Ära angekommen. Es gibt Riesenketten, große, große Möbelhäuser, große, große Möbel,
Verkaufsfabriken, die eine große spezialisierte Logistik haben, um diese Möbel zum Kunden zu bringen. Es wird als nächstes werden technologische Veränderungen dazu führen, dass sie das gar nicht mehr brauchen. Sie können mittlerweile mit 3D-Software und einem Computer und einem gut gelaunten, netten Menschen können Sie sehr, sehr viele Möbel zeigen, ohne eine große Ausstellung zu haben. Der ganze Möbelhandel wird extremen Umbrüchen unterworfen sein und überleben werden die Möbelhäuser, die sich wirklich ein klares Bild davon machen, was ihre Kunden von ihnen kaufen. Und Möbel sind es nicht.